Gestern ging das Duell Ronaldo gegen Messi an Cristiano Ronaldo. Er gewann 3:0, erzielte zwei Treffer. Klar, beide vom Elfmeterpunkt, aber auch die muss man erstmal reinmachen. Messi fand ich war noch einer der stärksten bei Barcelona, was jetzt auch nicht besonders schwer war. Aber wenn etwas ging in der Offensive, dann über Messi. Er schoss oft aufs Tor, aber Buffon war immer der Sieger in diesem direkten Duell. Und Ronaldo hat sich nach diesem Spiel geäußert und hat Folgendes zu sagen gehabt. Ich hatte immer ein freundschaftliches Verhältnis zu Messi. Wir haben 12, 13 oder 14 Jahre die Bühne bei Preisverleihung geteilt. Rivalität ist eine Sache der Medien. Ich habe ihn nie als Rivalen gesehen. Das sagte er gestern. Des Weiteren sagte er, wenn sie ihn fragen, wird er dasselbe antworten. So, er sagt, die beiden seien immer gut miteinander klargekommen und hätten sich eben mal gegenseitig quasi angestachelt. Er sagte, er spielte für Barcelona, ich für Real Madrid oder Manchester United. Es gab immer dieses Duell, es gab richtige Schlachten. Heute war ich an der Reihe, ich habe zwei Tore erzielt. Zu Barcelona und der aktuellen Phase sagte er, sie machen eine schwere Zeit durch, aber es ist immer noch Barca. Ich bin mir sicher, sie werden die schlechte Phase überstehen. Alle Teams haben mal eine schlechte Zeit. Ja, diplomatisch von Ronaldo ausgedrückt. Finde ich gut von ihm, was er sagt, auch dass er Messi freundschaftlich sieht. Ich finde, im Laufe der Jahre hat sich das auch so ein bisschen gewandelt. Ich fand, früher war es noch mehr Rivalität. Und heute wirklich, wenn die beiden sich sehen, habe ich das Gefühl, sie freuen sich sogar drüber. So nach dem Motto, ey, wir beide leben ja immer noch so. Wir sind beide immer noch die krassesten so gefühlt. Und auch als ich gestern gesehen habe und so leicht umarmt haben, zwar nur kurz, fand ich einfach wirklich so das Treffen der beiden Kings irgendwie. Also ich finde es cool, wie die beiden miteinander mittlerweile umgehen. Ich glaube schon, das ist mittlerweile Freundschaft. Weiß ich jetzt vielleicht nicht, ist vielleicht ein bisschen zu hohes Wort, aber ich glaube halt schon, dass die beiden cool miteinander sind und da jetzt nicht so dieser ganz verbissene Ehrgeiz ist. Ich glaube, intern will natürlich jeder immer noch besser sein als der andere, ganz, ganz, ganz klar. Das kann mir auch niemand anders erzählen. Ronaldo denkt, er ist der Beste, Messi denkt, er ist der Beste. Aber ich glaube wirklich, wenn die beiden sich sehen, dann freuen sie sich. So wie so ein altes Klassentreffen, sehen sich mal wieder. Was sagt ihr dazu, liebe Freunde? Eure Meinung? Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns später wieder und denkt dran, hattet den Ball richtig flach.